Die anderen waren viel schneller wie ihr. Ihr solltet mal Gas geben, so langsam. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Wir haben heute mal gedacht, das Wetter, was dieses Frühjahr ja nicht so oft sich von der sonnigen Seite zeigt, tut heute ihre Arbeit. Der große Beleuchter wird der Bike Mike sagen, tut seine Arbeit auch. Die Sonne ist da. Also wollten wir heute mal wieder ein bisschen raus mit den Rädern. Und ich sag mir, weil... Heute bin ich auch da, Sonntag. Ich muss nicht arbeiten. Genau. Wir haben uns auch ein Ziel gefasst. Nämlich, wir haben das Ziel, uns kein Ziel zu nehmen. Einfach mal Richtung Straßburg zu fahren und das mal ein bisschen vielleicht die Innenstadt, aber nur zu schneiden. Und dann lassen wir uns einfach treiben, haben mal geplant, so eventuell eine Etappe von 50, 60 Kilometer zu fahren. Langsam einrollen. Denn so langsam möchte man es ja auch vorbereiten, weil wir gehen ja auf Radurlaub. Radreise. Und dieses Mal auch wieder Mia, weil die Anja möchte auch mit auf Radreisen. Ich glaube, ich bin so langsam in dem knackigen Alter. Mal knackt es hier, mal knackt es da. Ne? Das ist so. Aber ich bin noch lang kein Knackwurst. So, jetzt fahren wir mal Richtung Sundheim. Da ist ja dieser Ding, weißt du, dieser Flugplatz. Ah, mit den Segelfliegern. Mit den Segelfliegern, ja, das ist wenn schön, wir Glück ja. Sehen wir sogar, wie einer hochgezogen wird. Gucken wir gerne zu, ja. Das schauen wir dann gern zu. Und andernfalls gehen wir Richtung Kehl, Richtung diesem ehemaligen Gartenschaugelände. Und jetzt fahren wir da auf dem Damm vor. Und dann sind wir auch schon an dem Flugplatzgelände. Ne? Siehst du, jetzt haben sie die Hangar sind offen, aber es passiert noch nichts. Das ist zu früh. Wir sind zu früh, mein Schatz. Wie spät ist es? 9:30? Ja. Kurz vor 10? Wir sind einfach zu früh noch. Ja, da schlafen die noch. Dann fahren wir noch weiter, oder? Ja, na ja, auf jeden Fall. Weißt du, wo wir jetzt sind? Nee. Da wollte ich eigentlich mit dir hin, an Verkehrsschulen. Fahrradschule, super. Ja, dass ich dir mal Fahrradfahrer beibringen kann und mir zeigen kann, wie es richtig geht. Vielen Dank auch. Dann mache ich meinen Fahrradurlaub alleine. Aber jetzt Handy zu, jetzt müssen wir halt, jetzt muss ich das halt selber beibringen. Aha, blöd, Mann. Hallo. Da ist er. Im Moment ist nicht ganz so schön hier, ist ein bisschen städtiger hier in Kehl. Ja, Stadt ist doch nicht so unseres, ne? Nee. Aber geht auch. Einmal im Kreisel rum. Hier ist der Kehler Wasserturm. Großer Fliederbusch, das duftet. Ja, hier, ne? Die Runde spare ich mir. Das ist alles von dem ehemaligen Gartenschaugelände. Der Altrhein steht auf Komoot. Altrhein, sagt die Anja, habt ihr gehört, ne? Mitten in Kehl. Wunderschön hier. Mit der Hängeweide und so. Ist absolut schön hier, ne? Und langsam wird es ein bisschen wärmer. Ja. Super. Ja. Perfekter Tag heute. Bis jetzt. Ein super Radeltag heute, ne? Absolut. Super Radelwetter. Und jetzt? Fahren wir weiter da lang. Jetzt fahren wir in die Richtung wieder weiter. Straßburg. Oder da raus. Ich glaube eher da raus. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir über diese Brücke kommen. Richtung Straßburg. Richtung Straßburg. Weißt du, über diese Fußgängerbrücke, ob man drauf sitzen kann. Ja, nicht die Flimmerin, die andere. Genau. Schau mal, da sind wir schon. Oh ja, das ging jetzt aber schnell. Gell? Gar nicht gewusst, dass wir schon so nah ran sind, ja. Unten, das ist alles noch von dem Gartenschaugelände. Alles noch schön angelegt.
Ja, wie du gesagt hast, das ist dann der Rentnerurlaub. Genau. Wenn man Pedal nicht mit drehen können. Ja doch, gibt es ja auch mit Fahrradmischung. Ein Tag fahren, ein Tag Fahrrad fahren. Kannst du mal sagen, Rad und Schiff? Rad und Schifffahrt. Das willst du machen? Vielleicht später mal, wer weiß, wenn ich mal so weit bin und Zeit habe. Jetzt sind wir schon in Straßburg. Ja. So fix geht es. Dann gucken wir da die eingefallenen Häuser. Wahnsinn. Ja, aber die sind alle gerade am Abreise und Umbau. Ja, richten, ja. Also es gibt wieder so ein das gibt bestimmt in ihren Innenviertel bis in ein paar Jahre. Das kann schon sein. Die können hier in Straßburg genauso viel bauen wie wir in Deutschland. Immer ja, Baustelle, ja. Baustelle. Genau. Das ist wohl so. Ja. So sieht es hier aus, wenn man nach Straßburg reinfährt mit dem Fahrrad. Immer gute Radwege eigentlich. Also Radwege haben sich hier in Straßburg echt toll. Kann man nichts sagen. Ausgeschildert, dass man ganz gut zurecht sich findet. So 10 bis 23. Schau mal, das sind jetzt die Boote, siehst du? Naja. Die kannst du ja ausleihen und dann kannst du ja rumjuckeln. Ja. Von 10 bis 23 Uhr, wenn ich das hier richtig sehe. Okay. Also das stand für jedermann, ne? Kann jedermann sich ausleihen? Und jede Frau natürlich auch, nicht vergessen. Genau. Und dann kannst du ja, Straßburg hat ja schöne Kanäle. Und dann kannst du ja in Straßburg auf deine Kanäle rumschippern. Ich glaube, das ist ganz nett. Wäre auch mal ein Ausflug. Absolut. Elektroboote oder sowas, ne? Glaube ich. Ich denke, dass es Elektroboote sind. So wie es aussieht, würde ich sagen. Vorne Strausberger Münster, siehst du es? Ja, ich höre es auch. Jetzt sind wir schon mitten in Strausberg. Hier ist der Kanal auf der Ill. Ne? Und jetzt suchen wir uns irgendwie einen Weg, dass wir an der Ill entlang den Kanal de la Brusche finden. Und das schaffen wir. Und wäre ein schöner Tag. Genau. Also das ist jetzt der Teil, der nennt sich Petite France in Straßburg. Ist halt immer ein Mordsmenschenmagnet, es ist immer die Hölle los, aber es ist halt auch immer wunderschön. Also hier kann man überall gemütlich Kaffee trinken oder was kannst essen. Kannst immer schön Flammenkuchen essen und ein Café au lait, so, das Französische halt ein bisschen genießen, das ist einfach schön hier. Ja, also Anja ist jetzt da noch kurz in die Eulenlade rein. Und hat Eule ins Visier genommen. Die wäre jetzt noch eingekauft und beschriftet. Anja, die Eule kauft Eulen. Und schon sind wir dem ganzen Trubel wieder entflohen, ne? Gott sei Dank. Also Trubel ist nicht so unseres, gell? Meins nicht so, ne? Es ist schön, alles anzuschauen, aber man ist auch immer wieder dankbar, wenn man draußen ist aus dem ganzen Theater und Trubel. Und hier ist es recht angenehm zu fahren, ne? Ja.
So, und schon sind wir wieder am Canal de la Bruche. Kleiner Abstecher in die falsche Richtung. Ja, aber wir haben ihn wieder gefunden, den Canal de la Bruche. Und da fahren wir jetzt entlang ein Stück, bis wir es gefunden haben, wo wir schön pausieren können. Na? Ich verstehe nichts hier hinten. Bitte, bitte ich was? Sag, wir fahren jetzt hier ein bisschen entlang, ja, bis wir ein schönes Plätzchen gefunden haben am ja, Canal de la Bruche. Und dann werden wir uns mal gibt's einen Kaffee? Ein bisschen stärken. Ja, das machen wir. Aber jetzt bist du wirklich draußen, siehst du, jetzt wird es schön. Naja, da hinten kommt noch ein riesen Parkplatz und so, aber danach wird es viel schöner, ja? Ja. Das gefällt mir viel besser schon. Wer hat Wirmle gebadet? So oder so ähnlich stelle ich mir das vor, in Holland zu fahren. So ähnlich, glaube ich eher. Immer so am Kanal bis entlang. Wahrscheinlich auch voller wie hier. Wahrscheinlich schon. Das Einzige, was jetzt hier so ein bisschen fehlt, ist Sonne, ne? Also hier hat man nur voll Schattenplatz. Ja, hier ist jetzt halt ein bisschen beschattet, aber es ist trotzdem sehr idyllisch, finde ich. Und wer hat sie gefunden? Ich habe sie gefunden. Anja hat sie gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Ich würde sagen, das ist auch ein Restaurant hier, ne? Ja, so ein bisschen. Hättest du schon mal in die Karte geschaut? Auf was hättest du denn Lust? Spätzle und Filet. Ramsauce oder so? Ramsauce. Ja. Ich guck mal, ob die hier auch Stühle haben. Genau. Im Restaurant. Reservier uns mal bitte einen Tisch. Der Tisch ist beim Klaus, die Stühle sind bei mir. So. Übrigens, bonjour, Madame Schneider, genannt Ele. Ha? Sehen Sie selbst. Ich trage heute die Haute Couture, ne, zum ersten Mal auf. Das Gewebe, muss ich sagen, ist sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Ich möchte mich auch hier auf diesem Wege noch mal direkt bei Ihnen bedanken für diese wundervollen Produkte. Ich werde sie natürlich auch noch ausgiebiger testen und dann auch berichten. Aber wie von dieser Stelle her erstmal ein großes und ein herzlich gemeintes Dankeschön. Und Gruß an die zwei. Ja, natürlich. Badische Grüße nach Kuppenheim. Auf jeden ne? Fall. An Ele und Lucke vom Kanal Ele und Lucke auf Tour. Ne? Mhm. Aber jetzt gehen wir erstmal in unser Restaurant und dann sehen wir weiter. Jetzt wird erstmal aufgebaut und dann gucken wir mal, was hier Schönes gibt. So, jetzt gucken wir mal in die Küche von unserem Restaurant. Ob der Herd angeht. Tisch und Stühle stehen mehr oder weniger schon, dann müssen wir uns ein bisschen einrichten. Ja, müssen wir ein bisschen weiter Richtung Wasser machen noch. Ist echt schön hier. Wird gedeckt vom Kellner. Mhm. Decken wir mal ein, oder? Ja. Oh, sehr gut. Und dann gucken wir noch mal, was macht denn der Topf? Was gibt's denn? Schweinefilet mit Rahm. Und da kommen jetzt dann nachher noch gleich Spätzle dazu. Eine ordentliche Portion. Und dann schmeckt uns das. 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 Okay, ich mach lieber aus. Frau Beikoch? Ja? Darf ich dich mal bemühen? Nee. Was denn? Ob zu gucken, ob das Wasser warm wird. Und ob man unsere Spätzle, ob der Koch die Spätzle bereitstellen kann. Aber ich sitze gerade so bequem. Ja, bequem sind die Stühnchen, gell? Oh ja, es wird. Und dann hätte sich das nämlich bewährt letztes Mal auf meinem da im Kinzigtal auf der Radtour, dass man das alles. Well, ey, jetzt schmeißt die doch nicht weg. In einem Wasser machen kann. Sprich, man hat eine Nudel. Und so
in einem Wasser. Und das funzt eigentlich recht gut bis jetzt. Und dann gibt es einen extra Topf für Kaffee. Und den Kaffee, den machen wir heute mal in eine ganz tolle Edelstahl French Press. Die wir von Flohmarkt kam. Oder was? Fast. Noch was anderes? Ja. Überraschung. Ja. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Kann sogar die Anja sich überraschen lassen. Bis nachher. So, der Küchenchef sagt, das Menü müsste fertig sein. Das heißt, man macht jetzt erstmal die Soße auf den Teller. Wir sind umgezogen, ein bisschen mehr in die Sonne. Und dann probieren wir das einfach mal, ob man das halbwegs, weil es ist noch ein bisschen Wasser drin, ob man das halbwegs gut da rauskriegen. Wo ist unsere Soße? Da hier. Hier der Kameramann. Sagen Sie mal Mann zu mir. Kamerafrau. Eindeutig. Habe ich schon mal gesehen, ja. Aber ich glaube, ich mache jetzt Kamera aus und ja, wir essen erstmal eine genau. Runde. Dafür haben wir die Sauerei schon auf dem Tisch. Du hast gekleckert. Wenn man halt keine Frau dabei hat, hätte man halt kein Gemecker. Hallo? Ja, ich bin frech. Das bist du. Aber Leute, ich sage euch was. Da habe ich mich nicht umsonst drauf gefreut auf das Essen. Das ist lecker. Ne? Kannst du einen Platz raussuchen, musst keinen Tisch reservieren. Einen Platz findet man überall und immer. Irgendwo. Und es ist immer schön, weil dort, da haben wir die Brusch neben uns fließen. Ein schönes Blätterdach zum Schattenspenden. Bisschen Sonne, ein bisschen mehr Sonne wäre auch nicht schlecht, aber. Aber mehr Luxus ja. Geht nicht wie das. Hm. Ja, wisst ihr ja, in so einem Restaurant, wir sind ja im Restaurant, ne? Im Restaurant Outside gibt es halt verschiedene Berufe. Die einen, die sind halt Chefkoch. Ne? Sag jetzt nichts Falsches. Ich sag's dir. Ey. Und dann gibt's halt noch Teller. Hey. Und das sind manchmal. Und die Tellerwäscher, du weißt, die werden zum Millionär, ne? Die Tellerwäscher werden dafür zum Millionär eben. Wisst ihr wer noch weit unter dem Tellerwäscher kommt? Der Abtrockner. So ist es. Der Abtrockner ist nämlich, das ist die unterste Rangordnung ist immer der Abtrockner. Das ist der nichts zu sagen hat. Ja. So, und jetzt kommt der Barista. Der macht uns einen Kaffee. Ja. Kaffee nach dem Essen gehört dann halt dazu. So, Deckel. Der Spüler ist zu langsam, der Geschirrtrockner ist zu langsam, glaube ich. Danke. Der kriegt gleich Schelte vom Barista. Zwei Edelstahltasse haben wir dabei. Ja. Also ich jetzt sagen mal drei, oder? Ja, mindestens, ja. Also drei machen wir auf jeden Fall, ich glaube. Und ein bisschen. Für mich. Ja. Okay. Perfekt. So. Machen wir das wieder zu. Super. Schau mal, da ist ein Ding dabei. Ein Verschließerle. Ein Schnacksler. Ja, sehr gut. Und wie in jedem guten Restaurant gibt es zum Schluss einen Kaffee und ein Dessert. Braucht aber noch ein bisschen, glaube ich, der Kaffee. Kann sein. Ich glaube, er ist gut stark geworden. Ich glaube, das ist ein Kaffee Americano, oder? Ja, definitiv. Hallo Frank. Klaus muss auch abwaschen, oder der darf nicht hier oben, sondern der muss unten am Wasser. Deswegen braucht er immer Wasser in der Nähe, damit er abwaschen kann. Und jetzt einmal, ups, drin ist er. So Freunde, jetzt zeige ich euch, wie man der Länge nach Männchen im Wasser macht. Oh ja. Was ich doch ein alter Mann bin. Ja. Guck mal, Leute, so ist das immer mit dem Klaus. Leer. Und so ist Anjas Tasse. Auch leer. Stunden später, wir sitzen immer noch hier und trinken Kaffee. Oh, ja. Also, Klaus. Es ist so schön, draußen zu sein, Leute. Ich sag's euch immer wieder. Schnappe euch eure Fahrräder, zieh einen Wanderschuh an,
mache irgendwas da draußen. Die Natur, das ist niemals umsonst gewesen, der Tag, wo er draußen war. Ah. Hammer, Hammer, Hammer. Radl halt und Konrad gepackt. Stadtklar. Und dann geht's ganz langsam wieder Richtung. Mit zwei wieder Stadtklar und das mitten auf dem Land. Ja. Und dann geht's ganz langsam Richtung Heimat. Wir haben ungefähr Halbzeit. So, der Canal de la Bruche ist jetzt auf der anderen Seite von uns, ne? Und die Hoppe fährt hin. Und das sagt uns, wenn der Kanal auf der anderen Seite auf einmal ist, dann sind wir jetzt wieder auf dem Rückweg. Ne? Und fahren wieder quasi Straßburg zu. Haben jetzt so um die 30 Kilometer. Es gibt eine schöne 60 Kilometer Tour zum Schluss quasi. Und ich denke, dann haben wir einige Sachen mal getestet. Die French Press, die Kaffeemaschinen, haben wir ja auch noch nicht im Augenschein gehabt, also nicht im Betrieb gehabt. Und dann ist das heute echt positiv gewesen mit allem. Richtig geil. Fand ich auch geil. Was fand ich geil? Wie die Kaffeemaschine funktioniert hat. Ja, der Kaffee war mega lecker. So, jetzt suchen wir uns irgendwo einen Weg, den wir noch nicht kennen, durch Straßburg durch und irgendwo wieder raus. Und da wir ja nichts navigiert, also keine Strecke geplant haben, fahren wir einfach so, wie uns die Schnauze gefällt. Ne? Jawohl. Also wir haben jetzt gerade eben auch mal auf Komoot geschaut, beziehungsweise auf die Map. Und haben jetzt den Plan, dass wir uns durchschlagen Richtung die Pia Pflimrin. Das geht durch Ostwald, Richtung Ilkirch, nach Deutschland. Und das ist jetzt im Moment so mal die Durchschlageübung, sage ich jetzt mal einfach so. Und dann gucken wir weiter, wie es dann Richtung Griesheim wieder geht. Es ist auf jeden Fall gut ausgeschrieben, die Radwege. Da gibt es also wirklich gar nichts, ne? Ja, es ist ganz gut. Große Straßen, immer Ampeln. Geradeaus Ilkirch. Wir haben grün, was wollen wir denn mehr? Hallo. Immer beide Spuren für die Radwege. Ist angenehm, ist nicht so heiß, nicht so kalt, ist richtig schön. Ich glaube, neben uns, das könnte jetzt so langsam die Elbe wieder sehen, oder? Ich denk's mal. Ja. Schöner. Boah, schau mal, wie schön der Busch blüht. Ja? Deswegen habe ich die Kamera angemacht, weil ich das so toll finde. Wahnsinn. Richtig klasse. Oh je. Da schreien so die Kinders. Kennst du, kommst du? Ich komme. Hab nur geguckt. Oh, schau mal, was das für ein schönes Wehr ist. Ah ja. Das ist auch schön. Wasser überall, das ist natürlich wieder was Schönes. Klasse, oder? Ja. Läuft bei dir? Läuft optimal. Besser geht nicht. Bin schön in der Natur draußen, hab meinen Schatz dabei, der Fahrrad fahre. Das Wetter ist optimal zum Radeln. Ja, läuft bei mir. Dann ist ja gut, dann fahr weiter. Ja, läuft bei mir. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen orientieren zwischendurch. Das ist auch Neuland für Klaus. Sieht ja auch spannend aus hier, oder? Irgendwo. Anna, weißt du die Il? Und jetzt muss ich aufpassen, was der Klaus macht. Sollen wir mal die 2 Meter hinterfahren? Nee, darf man nicht. Steht nichts. Offen ist auch.
müssen geradeaus. Klaus will nur gucken, deswegen warten wir hier. Sturzflugmöbel. Und dann kommt er wieder. Ganz hinten kommt man wieder in den Wohnbereich. Aber da ich keine Umwege fahre, warte ich immer hier. Und? Also wie gesagt, kommst du hinter, kommen Wohnhäuser wieder. Also es muss ein ehemaliges irgendwas gewesen sein, Industrie. Aber was, kann ich auf Französisch leider nicht lesen. Das Bier sieht cool aus. Klaus muss fotografieren. Das ist immer das, wenn man mit dem Klaus unterwegs ist. Man kommt nicht vorwärts. Und dann wunderst du dich, warum man nicht vorwärts kommt mit mir, ne? Ja, ja. Das hast du doch bestimmt in Kamera gesagt, dass es ganz komisch ist, nee, warum man mit mir immer nicht vorwärts kommt. Würde ich nie sagen. Niemals nicht. Dabei ist dein Fahrrad vor meinem. Also du musst ja schließlich angehalten haben. Das stimmt nicht. Das habt ihr auch gesehen. Ich habe nur überholt. So, auf der anderen Seite sieht es ja nicht ganz so schön aus, dass man das naja, auch mal sieht. Weiter geht's. Auf geht's. Und drüben ist der Kanal. Ja, das ist der Rhein-Rhone-Kanal. Und hier haben wir eine schöne Allee, richtig schön zum Fahrradfahren. Und frisch asphaltiert, ne? Bäumen asphaltiert. Drüben ist die große Straße. Gibt's gar nichts. Aber es ist weit genug. Richtig weg. Schön abzurollen hier. Und dann kommen wir irgendwann zur Flimmerin. Und wieder zurück nach Deutschland. Herrlich. Gedacht. Ja. Aber und je nachdem, das könnten 70 Kilometer fertig werden heute. Oh weia. Aber sehr schön. Was haben wir hier gefunden? Ein Eclus. Eine Schleuse. Und ich würde sagen, lass mal auf, das ist die Schleuse 83. Kommst du darauf? Ich glaube, das ist die Zahl, die da hinten auf dem Schleusenwärterhäuschen steht. Hausnummer. Weiß nicht, ob die noch in Betrieb ist, glaube ich fast nicht. Doch, 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 die ist in Betrieb. Meinst? Ja, 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 ja. Da fahren Hausboote und da fahren sogar Frachtboote auf dem Kanal. Noch ganz kleine Frachtboote. Die fahren da, die schippern da Kies hin und her. Das habe ich schon gesehen. Da können nur kleine sein, weil so breit. Ja, ganz kleine Kiesschipper sind das. So breit ist das ja hier nicht. Aber nett. Da steht Offenburg dran. Ja. Aber leider dürfen wir das ja nicht mit den Fahrrädern. Ist unsere Richtung, aber wir fahren lieber auf dem Radweg, oder? Ich glaube, es ist besser für uns. Aber die Richtung stimmt doch schon mal. Ja, wir sind auch gleich an der Flimmlin, vielleicht noch einen Kilometer. An der Rheinbrücke. Ja, ja. So machen wir das. So machen wir das. Immer schön an der Autobahn lang, weil es besonders schön ist. Ja, da vorne kommt jetzt eine Unterführung, dann müssen wir drunter durch. Und dann kommt die Flimmrin. Ja. Und nach der Unterführung geht es gleich rechts hoch und dann sind wir schon auf der Flimlin-Brücke. Das ist für mich der absolute Zungenbrecher. Flimlin-Brücke. Und dann sind wir aber noch lange, 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 lange nicht daheim. Ja, das schaffen wir. Meinst? Ajo, so wie wir gebaut sind. Und bläst gerade gleich vom Fahrrad runter. Glaubt man gar nicht, dass es so windig geworden ist. Hier oben. So, was da vorne auftaucht, ist jetzt die Kittersburger Mühle, ne?
Ist ein beliebtes Ausflugsziel. Genau, beliebtes Ausflugsziel, gibt es lecker Flammkuchen, immer. Aber wir haben ja schon gegessen, deshalb radeln wir einfach nur dran vorbei und lassen die Kittersburger Mühle einfach Kittersburger Mühle sein. Aber hat einen super schönen Biergarten, ist echt ganz toll. Mittlerweile haben wir Eckartsweier passiert und fahren Richtung Weselhorst. Jetzt. Ne? Ja. Und dann Strax, Schnur oder Schnurstracks ab Richtung Heimat. Letzte Pause, ne? Ja. Oh, warte, ich komme zu dir. Mach da noch mal einen Schluck trinken. Oder? Oh, ja, ich heb dir die Flasche. Ja. Was soll ich sagen? Wir sind jetzt zwischen Hesselhorst, Griesheim, Mühlstedt irgendwo in der Pampas an unserem Lieblingsweiher hier in der Gegend und mache mit euch das Ende hier von dem Video. Wir haben jetzt noch so 5-6 Kilometer heim. Ich möchte uns jetzt erstmal hier bedanken. Ne? Mhm. Wie hat dir die Tour gefallen? Ja, war gut. War ein bisschen windig heute. Sonne hat gefehlt, ja. Aber... Aber im Großen und Ganzen, landschaftlich? War gut. War top, ne? Ja. Aber der Rest wird auch sehr idyllisch. Genau. Ich denke, bis wir daheim sind, haben wir so roundabout 70 Kilometer, Höhenmeter nicht nennenswert, würde ich mal behaupten. Ja, Essen war lecker, Kaffee war lecker, Spaß haben wir gehabt, draußen waren wir. Und noch heute Abend gehen wir noch zum Maibaumstelle. Heute Abend gehen wir noch nach Griesheim zum Maibaumstelle. Genau. Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich nicht vergesse, schalte die Kiste auch mal Nuss und gehen selber Nuss. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.